أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Das ist unsere vierte Halaqa-Unterricht von der Sira, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam und die Welt. Also wir haben angefangen, die Geschichte von Ibrahim zu lesen, damit wir wissen, wo wir sind. Die Geschichte ist sehr groß. Die Geschichte ist groß. Also von Adam bis Noah, da hat mir Abbas gesagt, zwischen Adam und Noah gibt es 10 Generationen auf Tauhid. Generationen ist da in Zeit von Noah. Und vor Noah, die haben mehr als 1000 Jahre gelebt. Da'wa von Noah ist es 59 Jahre. Das ist nur in Da'wa. Bedeutet, sie haben mehr als 1000 Jahre gelebt. Das bedeutet, zwischen Adam und Noah waren Tausende von Jahren auf Tauhid. Dann von Noah bis Ibrahim, diese Zeit in der Geschichte ist unbekannt. Also wenn die Historiker über die Geschichte schreiben, die schreiben gar nicht über diese Phase. Das ist Tausende von Jahren. Aber Al-Quran hat über Ad und Thamud gesprochen, die Zivilisation von Jemen. Al-Quran hat über Jemen geredet. Wenn wir reden über Jemen, manche sagen Seba, die Königin von Seba, das ist die neue Geschichte. Wenn wir reden über Seba, und Zivilisation von Seba, von Jemen ist groß. Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Leute von Jemen geredet, hat gesagt, Al-Iman ist aus Jemen und die Weisheit ist aus Jemen. Diese Aussage gibt es nicht nur in den Islam. Du findest im Alten Testament, die reden auch über die Weisheit von Jemen. Und im Neuen Testament, in der Evangelium von Markus, die sprechen auch über die Weisheit von Jemen. Deshalb, wenn wir reden über Jemen, dann reden wir über den Stamm Jurhum. Das waren Leute von der Akhlaq. Da Weisheit bedeutet, dass jemand erstellt jede Sache an der passenden Stelle. Die Akhlaq ist hoch. Und das Benehmen ist Masha'Allah. Deshalb dieser Stamm von Jurhum, das sind diejenigen, die Ismail a.s. erzogen haben. Das ist ein Stamm, die darauf Stamm von Quraysh aufgebaut wird. So, liest du weiter? Auf diese Weise hat Allah das Gebet Abrahams erhört. Das Wasser, das Allah, der Hajar, in ihr Kind hat hervorspulen lassen, brachte Menschen zu ihnen. Es brachte Karawanen, die sie mitnahmen, was sie an Nahrung und Kleidung benötigten. Und es brachte ihnen Nachbarn, die in immer größerer Zahl vom Stamme Jurhum zu ihnen strömten und das Tal von Mekka mit Leben und Gesellschaft erfüllten. Eines Tages kam Abraham zurück und sah, was Allah mit seiner Frau und seinem Sohn hatte geschehen lassen. Er hatte Allah gebeten, so mache ihnen die Herzen der Menschen zugeneigt und versorge sie mit Früchten, damit sie dankbar sein mögen. Die Herzen von Menschen, die
sie lieben Mekka. Jeder Muslim liebt Mekka. Wenn jemand hingeht und dieser Ort sieht, wünscht sich mal hinzugehen. Es gibt Leute, die sind einmal gegangen, wenn die Zeit von Umar oder Hajj kommt, die weinen. Das bedeutet, die Herzen, das ist ein Dua von Ibrahim. Wir sehen, dass Ibrahim hat viele Duas, die Allah subhanahu wa ta'ala realisiert hat. Davon dies. Aber kommen andere Duas. Diese Dua. Ich finde, dass die Leute, auch die Leute, die nie hingegangen sind, die lieben diesen Ort. Und die Leute, die krank sind, die gehen dort. Sie laufen normal, sie leben normal. In diesem Ort. Dieser Ort, Allah hat ihm was Besonderes gegeben. Deshalb wir reden hier über die Wahl. Allah wählt. Allah wählt zwischen Menschen, Propheten. Und zwischen den Propheten wählte Ibrahim und Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und im Tag, Allah subhanahu wa ta'ala hat das Monat von Ramadan besonders gemacht. Hat Yom Jumu'ah besonders gemacht. Hat Yom Arafa besonders gemacht. Hat hier um Ashura besonders gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala hat in Bezug auf Orden. Er macht Mekka ein besonderer Ort. Allah subhanahu wa ta'ala wählt. Und was Ibrahim gesagt hat, Ibrahim hat ein Dua gemacht. Dass diese Herzen von Menschen, wir werden von Mekka gezogen. Die Leute kommen von überall. Ja, weiter. Seine Bitte war auf wunderbare Weise erfüllt worden. Aha. Das, ja. Ein gesegnetes Haus. Hajar sollte nicht mehr erleben, wie Abraham und Ismael die Kaaba das Haus Allahs erbauten. Kaum hatte ihr Sohn das Jugendalter erreicht, starb sie. Nachbarn vom Stamme Jerum, der und Ismael in einer ihrer Töchter zu Frau, die fortan das Leben mit ihnen teilte. Eines Tages kam Abraham und verkündete seinem Sohn, dass Allah ihnen beiden befohlen habe, sein Haus in der Mitte des Tales von Mekka zu bauen. Der Bau sollte auf Fundamenten errichtet werden, die sich schon dort befanden. Abraham und Ismael arbeiteten hart, um den schwierigen Auftrag auszuführen. Als die zwei Männer die Grundmauern der Kaaba errichtet hatten, bat Abraham, Oh, nimm es von uns an. Du siehst, Ibrahim a.s. und sein Sohn Ismail, sie sind im Gehorsam. Sie machen eine große Tat. Sie bauen Al-Kaaba auf. Und die sind die großen Muwahhidun dieser Zeit, aller Zeit. Trotzdem, die bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er von ihnen die Tat annimmt. Das bedeutet, dass ein Mu'min, er sammelt zwischen zwei Sachen. Gehorsam und Angst. Gehorsam und Furcht. Das ist Charakteristikum eines Mu'min. Er macht, ist gehorsam, aber er hat Angst, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht von ihm annimmt. Im Gegenteil von jemandem, der ist ungehorsam und er ist sicher. Deshalb, man soll wirklich das Gehorsam machen, muss beten, fasten, Al-Hajj, Al-Sadaqa, Al-Dikr und muss Allah subhanahu wa ta'ala bitten, ihm die Taten anzunehmen. Das ist ein großer Lehrer von dieser Ayah. Ja? Ja, nimm es von uns an. Denn wahrlich, du bist der Allhörende, der Allwissende. Du bist der Allhörende, Allwissende. Samir al-Alim, Samir. Er hört, was gesagt wird. Al-Alim, was im Herzen ist. Er weiß, was im Herzen ist. Also bedeutet Allah subhanahu wa ta'ala, er hört das Dua, er hört das Dikr, aber er weiß, was in Absicht gibt. Ja? Voller Eifer, voller Bemühen, rief Abraham nun die Menschen zum Glauben an Allah und zur Bilderfahrt zu seinem Haus auf. Und gründete damit das Zentrum der reinen Religion des einzigen Gottes. Für die Zukunft vertraute er das Haus seinem Sohn an und erklärte ihm, wie er den Gläubigen die Riten der Pilgerfahrt und deren Handlungen beibringen soll. So, wie Allah es ihm gelehrt hat.
Schließlich kehrte Abraham nach Kanaan zurück. Ismael hütete die Kaaba. Und nach ihm hüteten sie seine Kinder und deren Onkel und den Jungen. Das bedeutet, Ibrahim a.s. und seinen Sohn Ismail, sie haben ein Scha'ira aufgebaut. Scha'ira, was bedeutet Scha'ira? Scha'ira, das ist die reine Anbetung. Es gibt Scha'ir wie Gebet, wie Saum, wie Al-Hajj, wie Al-Zakat, Sadaqa, das sind Scha'ir von dem Islam. Das ist wie Al-Shi'ar, wie ein Zeichen von dem Islam. Scha'ira kommt von Al-Shi'ar. Das ist eine Flagge, das ist ein Schiar von dem Islam, das ist ein Zeichen von dem Islam. Und diese großen Säulen, das sind die wie eine Säule von einem Haus. Du weißt, dass die Bedeutung haben auch Säulen. Der Islam ist eine Bedeutung, hat Säulen. Das Haus jetzt hier, was wir sehen, ist keine Bedeutung, ist eine Sache, was wir mit Augen sehen, Material, hat auch Säulen. Also die Säulen gibt es im Material, gibt es auch in Bedeutung. Ibrahim a.s., er hat ein Haus aufgebaut für ein Scha'ira, das ist ein Hajj und Umrah. Die haben die Anbetung, die haben ein Scha'ira, die Anbetung aufgebaut. Ibrahim hat seine Aufgabe gemacht, ist zurück nach Palästina. Ja? Er ließ seinen Sohn Ismail dort in Mekka. In Mekka. Wenn du das hörst, du sollst immer diese Farben im Auge haben. Also von dieser Zeit von Ibrahim zum Zeit von Prophet zu leisten. Diese Linie kommt von Ibrahim a.s. zum Prophet zu leisten. Der Großvater von Prophet zu leisten ist Ismail. Ismail, der Muwahhid, der Monotheist. Ismail, ja? Die Zeit verging. Eine Generation folgte der nächsten. Bis die Tage und Nächte einander folgten. Unterdessen hatten sich manche von Ismails Nachkommen auf der arabischen Halbinsel zerstreut, während andere in Mekka geblieben waren. Doch statt der reinen Religion Allahs zu folgen, zu der Abraham sie aufgerufen hatte, vergaßen viele sie und verfielen wieder dem türkischen Aberglauben. Dann kam Schirk in Jazirat al-Arab, Insel kam Schirk rein. Also Ibrahim a.s. hat auf Tauhid gerufen. La ilaha illallah. Und die sagen, du weißt es, Ibrahim ist der Führer von den Muwahhidun, von den Muwahhidin. Er hat diese Aqidah von La ilaha illallah sein Kind, also Ismail, gelehrt. Und Ismail hat das seinen Kindern gelehrt. Dann kam der Schirk rein zu Jazirat al-Arab. Also die Mille von Ibrahim ist schon geblieben in Mekka. Aber die haben gesagt, dass es gab einen Mann, der heißt Amr ibn Luhay. Er war in Scham, Damaskus, Scham. Und er hat gesehen, dass die Leute von Al-Kitab, die haben Götzen. Er hat die Erste, die Götzen zu Al-Ka'ba gebracht hat, ist dieser Mann. Amr ibn Luhay. Er hat die Götzen gebracht. Du fragst dich manchmal, wenn du liest die Geschichte von Schirk und du siehst, dass wie zum Beispiel die Generation von Musa a.s. Wir haben gesehen, dass der Feind von ihnen trunken vor ihnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das Meer für sie geöffnet. Und dann in der anderen Seite, sie verlangen von Musa ein Ilah. Die wollen ein Ilah sehen. Die haben ein Ijl. Angeblich, du fragst dich, kann der menschliche Verstand so niedrig sein? Kann wirklich der menschliche Verstand so etwas machen? Also die menschliche Seele, sie mag Sachen zum Sehen. Also du weißt, dass jede Religion von der Schirk jetzt, sie haben einen Gott, was sie ihn sehen können. Die Buddhisten, die haben... Die Hindus, die haben diese Kuh, die Buddhisten haben Buddha, versteht du mich? Die Christen haben Isa, der Mann Isa ist und sogar die machen für ihn eine Statue. Und jede Art von Schirk, jede Art von Schirk verlangt ein Pfarrer. Jede Art von Schirk verlangt ein Pfarrer. Außer Tauhid. Du glaubst an Allah, du siehst ihn nicht.
Aber du glaubst an die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala zeigt sich in sein Ayat. Allah redet mit dir im Koran über sein Ayat, über den Mond, über die Sonne, über den Mensch, über die Seele, über die Erde, über Himmel, über Planet, über das alles. Das alles zeigt dir die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deine Erfahrung mit Leben zeigt dir die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Offenbarung zeigt dir die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb befindest du, dass jede Art von Schirk, er verlangt ein Vor. Woher kommt das? Das kommt von einer falschen Vorstellung über die Namen von Allah ar-Rabb. Die Namen von Allah ar-Rabb. Es gibt einen Unterschied, merkt ihr das, es ist sehr wichtig. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Namen ar-Rabb und dem Namen al-Ilah. Im Surat al-Fatiha, Allah sagt, Alhamdu lillahi rabbil alamin. Er nennt den Namen Allah. Und im Namen Allah gibt es diese Eigenschaft al-Uluhiyya, al-Ilah. Alhamdu lillahi rabbil alamin, dann kommt ar-Rabb. Es gibt einen Unterschied zwischen ar-Rabb und al-Ilah. Die gesunde Vorstellung von Namen ar-Rabb gibt dir eine gesunde Vorstellung von Namen al-Ilah. Ar-Rabb bedeutet der Herr, der Schöpfer, der Organisierer, der Besitzer. Und jede Art von Schirk kommt von der falschen Vorstellung von Namen ar-Rabb. Derjenige, der betet ein Kuh an, wenn du ihn fragst, was hat diese Kuh an Anteil an Rububiyya, an Besitz, an Schöpfung, an Organisation, an Versorgung? Was hat diese Kuh? Ja, er kann nicht antworten, weil seine Vorstellung, sein Wissen über Rububiyya ist falsch. Du kommst zu einem Muslim, du fragst ihn über Rabb, er hat eine gesunde Vorstellung über Rabb. Ja, er weiß, dass der Schöpfer nicht wie geschöpft ist. Ein großer Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf. Auch die Eigenschaft vom Schöpfer ist nicht wie Eigenschaft von Geschöpf. Obwohl Koran, Allah subhanahu wa ta'ala, redet oft über die Eigenschaften. Das ist sehr wichtig in den Islam. Warum redet Allah oft über seine Eigenschaften? Damit ein Mu'min eine gesunde Vorstellung über Rububiyya. Und daher, wenn du eine gesunde Vorstellung über Rububiyya, du hast nur ein Ilah. Es gibt nur ein Ilah, der die Anbetung verdient hat, ist Allah. Deshalb, die Übersetzung von dem Ilah von Allah gibt es nicht. Es gibt keine Sprache, die kann den Namen Allah übersetzen. Gott ist der Rabb. Gott ist ein Teil vom Namen Ar-Rabb. Aber das Wort Al-Ilah kann keine Sprache übersetzen. Genau wie Ad-Din, Religion, kann keine Sprache übersetzen. Wenn man im Arabischen das Wort Ad-Din analysiert, das ist nicht wie Religion. Religion ist ein Teil vom Namen Ad-Din. Ja? Also deshalb, Schirk kam zu Jilat al-Arab, weil die Araber wollten eine Form haben. Die wollten einen Stein haben. Und du findest, dass, wenn du liest, gibt es ein Buch heißt Al-Asnam. Asnam. Von Al-Kalbi, das Buch heißt Al-Asnam. Er erzählt dir die Erfahrung von den Arabern mit ihren Götzen. Da du findest, dass wenn die Araber reisen will, der Mushrik reisen will, das Letzte, was er macht, er betet seinen Stein an. Und er nimmt das mit in seinen Sack. Er nimmt das mit. Und wenn er ankommt, er betet ihm an. Manchmal, da kommen Hunde, die laufen über sein Gott, sein Stein, die laufen drauf. Omar auch. Alles. Und dann, wenn er zurückkommt, das Erste, was er macht, er macht seinen Stein zu Hause und er betet seinen Stein an. Und wenn du ihn fragst, sagt er, ich glaube an Allah. Oder er sagt, ich glaube an Allah. Im Koran steht, wenn du sie fragst, wer sie erschaffen hat, sagen Allah. Ja? Die glauben, dass Allah der Schöpfer ist. Aber sie glauben, die wollten ein Form haben. Sagen, das sind Mittel zu Allah. Deshalb, die Wahrheit von der Tauhid, du brauchst keine Form.
Aus nichts. Allah existiert. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sehr viel über sich selbst geredet im Koran. Allah redet über Surat al-Ikhlas, heißt al-Ikhlas, weil sie redet rein über die Namen-Eigenschaften von Allah. Die Drittel von dem Koran und Drittel von dem Koran redet über Allah. Redet über Allah. Deshalb, es gibt einen amerikanischen Mathematiker, Professor, großen Wissenschaftler, Jeffrey Lang, das Thema Nacheigenschaften und Rububiya, es ist sehr wichtig. Dieser Mann, Jeffrey Lang, als er klein war, hat zu seinem Vater gesagt, warum bist du Christ? Der Vater, er hat keine Antwort gegeben. Daraufhin, das Kind ist Atheist geworden. Wenn du ihm keine Antwort gibst, eine Religion, die keine Antwort gibt, die führt mich zum Unglauben. Er ist ein Atheist geworden, ist groß geworden, ist Professor an die Uni geworden. Ein Schüler, Student von ihm, Muslim, hat ihm eine Übersetzung von dem Koran gegeben. Also das habe ich genommen von ihm. Ich lebte das, ich schlage das auf in die Bibliothek hin. Und ich wollte umziehen. Ich habe alle Bücher genommen. Ich wollte eine neue Wohnung, eine Pause machen. Ich habe gelesen, was? Ich habe diese Übersetzung von dem Koran gemacht. Ich habe angefangen zu lesen. Ich las es fertig. Ich habe nie gedacht, dass wirklich dieser Koran von Muslimen diese Art hat, diese Art des Schreibens und dieses Wissen und Informationen. Er hat gesehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala redet über viele Namen. Rahman, Rahim, Rabb, Allah, Malik. Er hat gesagt, ich benutze die Regeln von Mathematik in diesem Buch. Er hat gesagt, wenn du zu jemandem nachkommst, du läufst zu ihm, du kommst ihm nach. Aber wenn du auch zu jemandem nachkommst, nicht mit deinem Körper, sondern in der Art von der Bedeutung und Sinn, du machst wie ihn. Wenn er großzügig ist, du willst auch wie ihn großzügig sein. Wenn er Apfel liebt, du liebst auch Apfel. Ja? Wenn er das Lesen liebt, du liebst auch das Lesen. Also du machst wie ihn, wie Eigenschaften. Er hat gesagt, das Buch, der Koran, Allah, er will, dass seinen Dienern nachkommen. Und es gibt ein Hadith vom Propheten, Allah ist großzügig, er liebt die Großzügigen. Ja? Allah ist wissend, liebt die Wissenden. Verstehst du mich? Allah ruft dich mit seinen Namen, Eigenschaften, damit du auch diese Namen, Eigenschaften, diese Eigenschaften besitzt, außer die Eigenschaften von Al-Jabarut, Allah ist Al-Jabbar, Khallaq, von Schöpfung, das gehört nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist Muslim geworden. So, die Namen, Eigenschaften haben ihn zum Islam geführt. Er hat drei Töchter. Die haben zu ihm gesagt, warum bist du Muslim geworden? Selbe Frage. Ja? Die er zu seinem Vater gestellt hat. Warum bist du Muslim geworden? Er hat ein Buch geschrieben, er hat nicht geantwortet, hat ein Buch geschrieben. Das Buch heißt der Konflikt um den Glauben. Sarah al-Iman. Und er hat das Buch zu den Mädchen gegeben, sind alle Muslime geworden, Alhamdulillah. Er hat viele Vorträge im Internet. Also bedeutet, die Nameneigenschaften gehören an Rububiya, damit du eine gesunde Vorstellung über Allah hast. Ja? Du hast keine Form. Umar, als er gesagt hat, dass wir haben unser Gott aus Datteln von Ajwa gemacht und als wir Hunger hatten, haben wir das gegessen. Das ist ein falsche Vorstellung über Rabb. Was ist Datteln Ajwa? Was ist Datteln? Ist das Rabb? Was besitzt an Rububiya? Was hat er gemacht? Deshalb, wenn du über Allah redest, du siehst, was Allah gemacht hat. Islam ist deutlich. Du siehst, was Allah gemacht hat.
schau mal in dieser Welt, schau mal, Himmel, Erde, diese Verschiedenheit, Farben und Arten und Sorten und so eine Welt. Das ist alles, das ist die Schöpfung von Allah. Deshalb, la ilaha illallah. Niemand hat die Anbetung verdient außer ihm, weil er Arab ist. Das ist ein Zusammenfassung. Deshalb diese Araber, obwohl sie Millet Ibrahim haben, wo die Religion von Ibrahim vorhanden ist, aber mit der Zeit kam Ashirk. Ashirk kam zu Mekka, die Leute haben angefangen, diese Götzen. Deshalb 360 Götze war in Mekka, als Prophet kam, zu Hajjatul Wada, 360 kam, gab es in Mekka. Jeder bringt einer von Schamen, von Irak, die bringen das und die beten das an. Und dieser ist gut für das, dieser ist gut für das, das ist wie die Götter von Griechenland. Das ist Gott von Wein, das ist Gott von Liebe, das ist Gott von Dunkelheit, das ist Gott von Licht. Versteht dieser Polytheismus? Deshalb diese islamische Mentalität ist Monotheist. Auch in deinem Leben, versteht es? Auch wenn wir reden über Schirk, Asrar, kleine Schirk, du darfst nicht sagen, was Allah will und du willst. Auch diese Koordination mit uns darfst du nicht sagen. Weil du stellst deinen Wille an Wille von Allah subhanahu wa ta'ala gleich. Deshalb sagt dann, ein Wille von Allah subhanahu wa ta'ala herrscht deinen Willen. Das ist die Kleinigkeit, solche Sachen. Das ist die Reinheit von der Tawhid, die Vollkommenheit von der Tawhid. Ja? Übles, Schreckliches geschah nun beim Haus Allahs. Es wurde zu einem Ort der Götzenanbetung. Menschen aus allen Gegenden der Halbinsel pilgerten zu den Götzen und ihnen Opfergaben, Schlachtopfer darzubringen. Kaum noch etwas erinnerte an die edle Absicht, mit der Abraham und Ismael die Kaaba im Auftrag Allahs erbaut hatten. Dieser traurige Zustand fand seine Tiefe, als die Obhut der Stadt an Mudad ibn Amr vom Stamme der Jurhum überging. Seine Herrschaft erfüllte alles andere als den Zweck, die Kaaba in Ehren zu halten. Vielmehr wurde sie dermaßen vernachlässigt, dass einige Bewohner Mekkas es wagten, die Gaben, die dem Hause für die Armen dargebracht worden waren und im Inneren aufbewahrt wurden, zu stehlen. Sie schreckten nicht einmal davor zurück, Krieg in Mekka, dem Ort des Friedens, zu führen. Die süße, reine Quelle Sansan war den Menschen längst gleichgültig geworden. Sie betrachteten sie als einen gewöhnlichen Brunnen. Zudem war ihr Wasser erschreckt und knapp geworden. Dies alles weckte die Aufmerksamkeit einiger der Nachbarstämme Mekkas, die sich des Brunnens bemächtigten und seine unachtsamen und nachlässigen Bewohner vertreiben wollten. So stürzten sich die Stämme von Juzair auf die Jurhum und griffen sie an. Der erbitterte Kampf forderte so manches Opfer. Bald zeigte sich, dass die gut gerüsteten Eindringlinge den überraschten Jurhum weit überlegen waren. Als Mudad ibn Amr sah, dass eine Herrschaft zu Ende ging und Mekka in die Hände der Juzair fallen würde, begriff er, dass es keinen anderen Ausweg gab, als Mekka zu verlassen. Wehmütig grub er den heiligen Brunnen tiefer, versenkte die für die Kaaba gestifteten Geschenke in ihm und schüttete die Stelle sorgfältig mit Sand zu, bis nichts mehr an den Brunnen erinnert. Also bedeutet, erzählt die Lage von Mekka, also vor dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das heißt Al-Fatra, dieser Zeit heißt Al-Fatra. Al-Fatra ist die Zeit, wo kein Problem, kein Prophet gab. Das sind die Leute von Al-Fatra. Al-Fatra bedeutet, dass Tawhid, die Mille von Ibrahim, wurde unbekannt. Es gab, aber wurde unbekannt. Das heißt, der ist ein Dien. Dien ist wie ein Stoff. Dieser Stoff wurde sehr alt geworden. Da kommt ein Prophet und er weckt wieder Tawhid und macht, wie ich gesagt habe, er macht diese Authentizität. Er macht Al-Hanifiyya, weil der Shaitan, der macht Al-Ilhad. Du siehst auch jetzt
die Einfluss und Bewirkung von Shaitan, der Tat von Menschen. Shaitan, der versucht, das erste Mal mit dem Menschen, Schirk. Er versucht das Schirk. Dann versucht er Al-Bid'ah. Dann versucht die große Sünde. Dann versucht er die kleine Sünde. Und dann, wenn er dies alles nicht kann, er lässt dich beschäftigen mit Sachen, die halal sind. Mubah. Aber du übertreibst in dieser Mubah. Du findest, dass der Zeit von Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat gesagt, eine Aussage gesagt, Shaitan ist hoffnungslos geworden. Er ist Shaitan. Also Shaitan ist hoffnungslos, dass er Mushrikin wird. Als Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, der Enkel von Ibrahim, und nach dieser langen Zeit, wo kein Tawhid gab, es gab Tawhid in manchen Ecken, auch in Mekka. Es gab, wir werden darüber sehen, Waraq ibn Nawfal ist auch ein Cousin von Khadija. Er war auf dem Tawhid. Er war auf dem Tawhid, hat die Bücher gelesen, hat die Bibel gelesen. Und es gab auch manche in Mekka, manche, die waren auch auf dem Tawhid. Wie die Geschichte von Salman al-Farisi. Es gab manche viele Muwahhidun, die haben Isa gefolgt. Aber manche da, manche dort. Aber Tawhid als Religion ist nicht mehr vorhanden. Es war nicht anwesend. Deshalb, du siehst, wie Mekka war, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam. Ja? Schweren Herzens verließ er die Stadt. Als er ging, hoffte er inbrünstig, eines Tages die Herrschaft mit Mekka zurückgewinnen zu können. Mekka aber ging in die Hände der Jusar. Ja. Der Schatz. Usai ibn Kilab, ein Nachkomme Ismails, war Herrscher über Mekka geworden. Unter ihm lebten die Menschen ruhiger, zufrieden als zuvor. Denn er war der Erste, der mit dem Holz zu bauen und innerhalb sicherer, fester Wände zu wohnen, statt mit dünnen Lauben und Zelten. Bisher hatten die Bewohner sich gescheut, Häuser in der Nähe der Kaaba zu errichten. Usai machte sich daran, ein Rathaus zu bauen, in dem alle wichtigen Beschlüsse gefasst werden. Ja, er hat angefangen, jetzt Verwaltung zu gründen. Ja? Auch vereinigte er die verschiedenen Ämter, die mit der Kaaba verbunden waren, in seiner Hand und verwaltete sie mit Tatkraft und Kraft. Zu ihnen gehörte die Sikaya, die Bewirtung der Pilger, das heißt die Bereitstellung von Wasser, Datensaft und anderen Getränken und das Heranschaffen des Wassers von Wald und Ernten, die an einigen Stellen. Das ist bis jetzt. Sowas gibt es in Mekka. Das ist Sikaya, das ist eine Art Großzügigkeit. Du findest bis jetzt, aber andere Art, wenn die Hujjaj kommen, du findest viele Leute, die bringen Essen für Hujjaj, Wasser, die lassen die Kinder von ihnen Wasser verteilen oder Essen verteilen oder irgendwas verteilen. Das ist bis jetzt dort. Die Leute, die sehen das als eine große Ehre. Es gab früher auch viele große Wissenschaftler in Mekka selbst, wo Zemzem ein bisschen weit war. Die haben wirklich Wasser genommen, haben die Leute Wasser gebracht, überall, haben Wasser verteilt. Das ist eine Art Großzügigkeit, ist das. Ja? Außerdem schuf Qusay das Amt der Ribada, dass er den Quraysh zur Pflicht macht. Es bedeutete, dass sie ihm einen Teil ihres Vermögens abzutrennen hatten, damit er die armen Kinder speisen konnte. So festigte Qusay die zukünftige Macht der Quraysh. Jetzt hat angefangen, die Macht von Quraysh aufzubauen. Jetzt hat angefangen, Al-Ka'ba, Mekka, die Mutter der Städte zu sein. Also Qusay, die hat das, diese Verwaltung gemacht, hat Siqaya, Rifada. Also jetzt hat angefangen, Mekka diese große Rolle zu spielen in diesem arabischen Feld. Weil Mekka war, auch als der Prophet kam, die anderen Stämme von Araber, die wollten nicht den Islam annehmen. Die haben gewartet, bis
bis das Ergebnis kam, was wird geschehen zwischen diesem Mann, der hieß Mohammed, der sagte, er ist Prophet, und sein Volk Quraysh. Schätze mich, weil als der Prophet Quraysh besiegt hat, da kamen 100.000 Leute, alle Stimmen kamen zum Prophet. Die haben nur gewartet. Weil die sagen, dass Quraysh eine große Ehre hat. Weil das ist auch Anbetung bei den Arabern. Wenn die Leute kommen zum Hajj, die wissen, dass Quraysh hat die Macht auf Mekka, auf Al-Ka'ba. Die haben eine große Ehre, obwohl sie im Schirk sind. Die Leute haben Quraysh verehrt. Das sind die Leute, das sind die Enkel von Ibrahim und Ismail. Und Al-Ka'ba ist in ihren Händen. Die haben gewartet. Was das Ergebnis, was kommt von diesem Ergebnis? Ja? Die beiden Ämter gingen nach seinem Tod an seine Söhne und deren Nachkommen weiter, bis sie Abu Muttalib ibn Hashim. Jetzt fängt es hier an. Abu Muttalib, jetzt fängt es hier an, den Prophet zu lassen, bezieht. Abu Muttalib, ja? Abu Muttalib war ein gut aussehender, freundlicher Mann von kräftiger Statur. Im Laufe der Jahre war er zu einigen Wohlstand gelangt, welchen er stets zum Tode alle einsetzte. Zu dieser Zeit hatte er nun einen Sohn, der Al-Harith hieß. Al-Harith arbeitete hart, um Wasser aus den äußeren Bezirken Mekkas heranzuschaffen, dessen Sauberkeit zu überwachen und es für die Pilger bereitzustellen. Als Abu Muttalib sah, wie sein Sohn sich abplagte, wünschte er, dass der berühmte Brunnen Ismails, an dem die Araber sich noch tun, nicht zerstört worden wäre. Dann wäre ein Khalid das Amt der Wasserbereitstellung gewiss leichter gefahren. Der Wunsch beschäftigte ihn zunehmend. Er konnte kaum noch an etwas anderes denken. Während er eines Nachts im heiligen Bezirk nahe der Kaaba schlief, rief ihm jemand im Schlaf zu, gerade nach Taiba. Abdul Muttalib fragte verwirrt, was ist Taiba? Doch die Stimme schwieg. Und Abdul Muttalib erwachte. In der folgenden Nacht schlief er wieder am gleichen Ort. Und diesmal rief jemand ihm zu, gerade nach Taiba. Malaika, Malaika, Malaika sind das. Malaika, ja, Malaika. Das Problem, wir führen nicht in Malaika. Schäde mich, wir führen Schayatin. Glaub mir das. Wir führen Schayatin. Wenn du schläfst, du träumst schlecht und du verstehst die Einflüsse von Schaitan. Wallahi al-Azim, schau mal. Es gibt zwei Geschöpfe. Die sind wie Menschen. Schayatin, die sind wie Menschen. Seelisch hier. Die sind beauftragt, die haben einen Verstand, die haben Begierde. Al-Malaika sind wie Menschen. Wie Menschen, aber welche Menschen? Al-Mu'min al-Sawi, der Gute. Der Prophet sagte, was die Engel schadet, was die Menschen schadet, schadet auch die Engel. Und wenn jemand jetzt kommt in die Moschee er hat Knoblauch gegessen, das schadet, das stört die Engel, stört auch die Menschen. Und Prophet Islam redete über, soll ich nicht von jemand schämen, welche Malaika schämt von ihm. Uthman, also Malaika schämt sich. Und das gibt eine Ähnlichkeit zwischen dem Mu'min und den Engel. Und wenn ein Mu'min wirklich in die Richtung von der Ibadah geht, obwohl es gibt viele Hindernisse. Das Problem, da sind auch die Hindernisse. Wenn du gehst in diese Richtung von Anbetung und Dikr, wie As-Sahabi, der Nacht gebetet hat, und er hat Surat al-Baqarah gelesen, dann sah er wie zwei Wolken kamen nah, bis die Pferde haben sich angefangen zu bewegen, hat Angst um seinen Sohn, weil er schlief neben die Pferde, hat aufgehört. Kam zum Propheten und sagte, sagt, das waren die Engel, die kamen, die haben deine Rezitation gehört. Und auch Prophet sagt zum Sahaba,
als sie zu ihm gesagt haben, dass wenn wir mit dir sind, wenn wir mit dir sind, dann wir führen den Iman, aber wenn sie draußen sind, dann unser Iman ist schwach. Wenn er so bleibt, wie bei mir, die Engel, die würden euch begrüßen auf der Straße. Das bedeutet, wenn du in diese Richtung gehst, wenn du in diese Richtung fühlst was, du fühlst, dass die Engel mit dir sind, das fühlst du. Und wenn du in andere, wenn du in andere Richtung von der Shayatin, du siehst jetzt der Seher, der Zauberer, wenn er Seher sein will, was macht er? Er begeht das Schirk. Er nimmt den Koran, er dreht den Koran, er kommt in die Koran in die Toilette, er macht das Sujud zu Shayatin, dann er sieht das Shayatin. Aber bedeutet, wenn du in diese Richtung gehst, dann siehst du die Welt von den Malaika. Wenn du in eine andere Richtung siehst, dann siehst du, was bewirkt uns jetzt? Das ist das Problem, was bewirkt uns? Du siehst, dass die Welt von den Shayatin bewirkt uns. Wir vergessen viel. Wir sind faul gegenüber den Ibadah. Wir vergessen das Dhikr. Wir lesen das Koran. Wenn wir was lesen, wir wissen, dann sind wir faul. Wir haben Trägheit. Versteht ihr mich? Deshalb geh in diese Richtung. Geh in diese Richtung von der Alam al-Malaik. Weil die Engel sind Verstand ohne Begierde. Und die Menschen sind Verstand mit Begierde. Verstehst du? Und die Tiere sind ohne Verstand, aber mit Begierde. Aber die Tiere haben, die essen auch. Versteht ihr mich? Wenn, guck mal im Ramadan, wenn du fastest, du lässt das Essen, du lässt das Trinken, lässt du alles, du kommst nah an die Welt von den Malaika. Du fühlst dich einfach, oder? Schnell, du machst leicht, du fühlst dich leicht, du lässt den Koran schnell, du machst es dicker. Stimmt, Mohammed, stimmt das? Stimmt, ja. Also du fühlst dich leicht. Verstehst du? Deshalb, ich sage immer, Dhikr beeinflusst, Dhikr beeinflusst. Wallah, Dhikr beeinflusst. Dhikr beeinflusst Material, beeinflusst die menschliche Seele. Genau wie As-Sihr, die Religion von Iblis, beeinflusst Material, beeinflusst die menschliche Seele. Wenn du positiv bist, wenn du positiv bist, Shayatin sind negativ. Das strahlt in Negativität. Wenn du negativ bist, du gibst ihnen du gibst ihnen Kraft. So ist das. Deshalb, das Leben mit dem Dhikr, das ist ein Titel ist das. Das Leben mit dem Dhikr. Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist ein Beispiel. Ein Dhikr, überall. Das ist wirklich, du siehst im Koran, Allah redet oft über Dhikr. Prophet redet über Dhikr. Dhikr in jeder Bewegung macht Dhikr. Wenn du wirklich Erfolg haben willst. Ja? So Information teilbar, war das Der geheimnisvolle Rufer verschwand wie in der Nacht zuvor. Und Abdul Muttalib erwachte wieder verwirrt. In der dritten Nacht rief die Stimme: Grabe nach Madnuna. Als Abdul Muttalib wissen wollte, was Madnuna sei, schwieg die Stimme abermals. In der vierten Nacht schließlich, als die unbekannte Stimme ihn aufforderte, grabe nach Zamzam, fragte Abdul Muttalib mehrmals: Wo ist Zamzam? Endlich beschrieb ihm die Stimme den Ort, an dem Zamzam zu finden war. Als die Quraysh von Mekka erwachten, jetzt ist die Vorbereitung der Botschaft. Allah bereitet die Botschaft vom Propheten vor. Zamzam, das ist die Entstehung von Ibad und Scha'a'ir. Entstehung der Religion, unserer Religion, Ad-Din. Islam hat viele Bedeutungen. Islam ist die Religion von allen Propheten. Islam war da. Aber als spezielle Bedeutung, das ist die Religion von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie du jetzt siehst, in dieser Form. Das ist die Religion von Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jetzt diese Ereignisse, das ist eine Vorbereitung. Allah subhanahu wa ta'ala bereitet die Anwesenheit von Professor kommt. Der Professor lassen wird kommen. Ja? Ja? Als die Quraysh von Mekka erwachten,
wunderten sie sich über Abdul Muttalib und Al-Halim, die eifrig dabei waren, zwischen den im heiligen Bezirk aufgestellten Götzenbildern Isaac und Naida zu graben. Genau dort, wo die Quraysh gewöhnlich ihre Schlachtringe kriegten. Sie fragten die beiden, was sie da täten. Siehst du, wie in der Stelle von Zemzem, da war drauf, die Mushrikin haben ihren Opfer für ihren Götzen geschlachtet. Schäme mich. Also Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Ort säubern. Ja, durch diese Brunnen. Ja. Abdul Muttalib gab ihnen zur Antwort, ich grabe nach dem Brunnen Zemzem, damit die Bilder daraus Wasser schöpfen können. Die Männer der Quraysh wollten Abdul Muttalib daran hindern, zwischen ihren Götzenbildern zu fahren. Ihre Drohung und Versuche, ihn aufzuhalten, ließen Abdul Muttalib jedoch unberührt. Der Haarlich grub er weiter und sein Sohn stellte sich stützend hinter ihm. Bei Allah, ich werde tun, was mir befohlen wird, verkündet er mit fester Stimme. Ja, die Mushrikin, die opfern für ihren Götzen. Steine, die opfern wie Steine, verstehe mich. Das bedeutet die Reinheit und die Vollkommenheit der Polytheismus. Verstehe mich. Genau wie ein Mu'min, er liebt Allah subhanahu wa ta'ala und er liebt ihn, auch ein Mushrik, er liebt sein Götzen, sein Stein. Verstehe mich. Er kann alles mit dem Stein machen. Die wollten ihm gar nicht erlauben, das zu machen. Aber er war entschlossen. Ja? Als die Männer der Quraysh ihre Entschlossenheit sahen, ließen sie die beiden in Ruhe. Plötzlich stieß Abdul Muttalib einen Freudenschrei aus. Die Männer des Stammes Quraysh eilten herbei und scharten sich um ihn. Neben dem Sand und der Erde, die Abdul Muttalib und seinen Sohn aus dem Boden gewühlt hatten, sahen sie einen Ring aus gemauerten Steinen. Die Männer riefen aufgeregt, das ist der Brunnen unseres Stammvaters und Propheten Ismail. Wir haben ein Recht auf diesen Brunnen. Abdul Muttalib, du musst ihn mit uns teilen. Abdul Muttalib erklärte mit ruhiger Stimme, das werde ich nicht tun. Die Verwaltung. Die Familie von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, die waren alle weise Leute. Das kommt die Geschichte von Abraham mit seinem Großvater. Und als er ihm gesagt hat, weil ein Soldat von Abraham hat ein Schaf von dem Großvater von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Der Großvater von Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ist zu Abraham gegangen. Er hat ihm gesagt, ich bin gekommen, ein Soldat von ihnen hat ein Schaf von mir genommen. Abraham hat gesagt, ich habe gedacht, sie sind ein vernünftiger Mann. Ich habe viel von dir gehört. Ich zerstöre Al-Ka'ba. Du redest mir immer ein Schaf. Er hat ihm gesagt, Al-Ka'ba, das ist mein, ich bin der Herr, der Besitzer von diesem Schaf. Ka'ba hat er. Das ist eine Aussage der Weisheit. Die Großeltern und die Onkels vom Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, die waren weise. Außer Abu Lahab. Außer Abu Lahab. Wo Allah subhanahu wa ta'ala ihm als Lehrer gelassen hat. Abdul Muttalib jedoch erklärte mit ruhiger Stimme, das werde ich nicht tun. Der Herr des Brunnens steht mir allein zu. Er wurde mir als einzigen unter uns zufallen. Die Männer der Quraysh gerieten außer sich vor Zorn. Lautstark beschimpften sie Abdul Muttalib und stritten sich mit ihm um den Brunnen, obwohl sie kurz zuvor noch hatten behindern wollen, dass er überhaupt nach ihm ruft. Sie schrien durcheinander, wir werden keine Ruhe geben, bis wir mit dir einen Prozess um den Brunnen geführt haben. Doch schließlich beruhigten sie sich wieder und gingen fort. Abdul Muttalib und Al-Halib gruben weiter. Es dauert viele Stunden, die Steine und den Sand, die den Brunnen bedeckten, abzutragen. Doch die Mühe lohnte sich. In der Tiefe des Schachtes stieß Abdul Muttalib zwischen den Sandmassen auf glänzendes Gold. Ja, Allah, jubelte Abdul Muttalib glücklich.
sofort eingeliefert, um zu sehen, warum Onkel Luther ihn gejubelt hat. Wir bleiben hier. Also, merke dir, du. Also ich will, bevor, wir haben noch ein paar Minuten, damit wir einen Plan machen, was wir, was, also wir haben gesagt, die Zeit von Adam bis Noah, das war auf Tauhid. Und es gibt wenig Informationen über diese Zeit. Also von Noah bis Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, er sprach über Ad und Thamud. Es gibt, also ich werde irgendwann auch reden über was Ad und Thamud gemacht haben. Die haben viele Sachen gemacht. Das erste Hochhaus in der Geschichte war in Jemen. Und auch, wo die Wasser gesammelt haben, wie heißt das? Sudud, Sid. Ja? Ja, war das erste Mal in Jemen. Verschieden. Bedeutet, die Zivilisation, die war sehr stark in Jemen. Bevor Ägypten. Versteht uns? Es gibt die Zivilisation von Ägypten, das ist 2000 vor Christus. Und es gibt Zivilisation von Griechen, das ist 600 vor Christus. Da begann mit Thales. Wir haben gesagt, der Erste, der über Philosophie geredet hat, das ist 600 Jahre bevor Jesus. Dann gibt es die Zeit von Isa alayhi salam bis Prophet sallallahu alayhi salam. Das ist die Zeit der Verfolgung und Verfälschung. Versteht ihr? Diese Zeit haben die Bibel verfälscht. Wir werden darüber reden. Dann gibt die Zeit von Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann reden wir über den Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann auch von dieser Zeit von Prophet sallallahu alaihi wasallam bis die französische Revolution. Also es gibt Mittelalter, es gibt auch danach 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert und 18. Jahrhundert. Und wir reden über Andalusien, weil das bezieht sich alles auf Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wenn jemand sagt, mir Sira, also wenn du Sira behandelst, so oberflächlich, etwa da, aber was hat der in dieser Welt? Versteht ihr mich? Dann, wir werden darüber reden. Wir reden in der Zeit vor dem Prophet. Versteht ihr mich? Das ist wie ein Film. Wir schauen auf Mekka und was in Mekka ist, dann können wir auch auf andere Orte schauen. Versteht, was war da in anderen Orten? Und was, als der Prophet kam, was hat der Prophet in einem anderen Ort beeinflusst hat? Das ist sehr wichtig. Also inshallah, wir beenden jetzt unsere Lektion. Nächsten Mal inshallah 6.30 Uhr, 18.30 Uhr inshallah. Ja, inshallah. Und sagt auch die anderen Brüder. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.